Hey Leute, hier ist Armon mit einem neuen Video, heute mal mit einem neuen Format, das ich Gewissensbisse nennen werde. Und zwar geht es in diesem Format um verrückte, lustige und unterhaltsame Beichten von zum Beispiel so Facebook-Seiten wie Beichtschule oder auch einfach aus dem Internet rausgesucht. Und ich werde auf jeden Fall nicht so viel verraten, aber diese Beichten haben es wirklich in sich. Die sind so bescheuert, so dumm, dass man sich da einfach nur kaputt lachen muss. Und ich hoffe, dass ich euch da nicht zu viel verspreche, aber ich denke, es wird auf jeden Fall unterhaltsam werden. Und wenn ihr sowas gerne öfter sehen wollt oder zum Beispiel auch mit anderen YouTubern, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und einen Kommentar da, damit ich weiß, ob euch sowas gefällt. Und dann würde ich sagen, beginne ich doch gleich mal mit dem ersten. Ich, weiblich 40, beichte, dass ich meine Schwester 17 beim Sex erwischt habe. Das Schlimme daran war, dass sie einen Scheiße gerochen hatte, da der Geruch von Scheiße sie geil macht. Alles klar. Also, mache ich auch immer, ne, an Scheiße riechen und dann richtig feucht werden und dann Zitteraal machen als Frau. Also, sowas geht schon echt richtig ab. Kann ich nur jedem empfehlen, besonders als Frau. Also, wer steht denn nicht auf Fäkalien? Fäkalien sind doch cool, ey. Vor allem Fäkalienwitze, die passen immer gut. Und auf jeden Fall weitermachen so. Finde ich geil. Ich, männlich 16, beichte, dass ich einen Frauenklamottenfetisch habe. Ich trage beim Masturbieren ab und zu Frauenklamotten und liebe es, erniedrigt zu werden. Wie zum Beispiel eigenes Sperma zu schlucken oder sich anal zu befriedigen. Allerdings bin ich hetero und habe kein Interesse an Männern. Ja, erklär das mal deiner Mutter. Ich meine, sowas ist schon cool, wenn man dann irgendwie erwischt wird, wer mit Frauenklamotten rumrennt. Ist auf jeden Fall richtig Premium sowas. Kann ich nur jedem Kerl empfehlen, wenn er seine Eltern mal überraschen will. Natürlich negativ. Aber eine Überraschung ist es auf jeden Fall. Komme ich auch zum nächsten und das nächste ist irgendwie richtig verstörend. Ich, männlich 24, beichte, dass ich Metzger bin und mich der zarte Fleischgeruch von den Würstchen an dem Geruch meiner Wurst ähnelt. Alles klar. Also er riecht an seinem Penis und ist auf jeden Fall schon geil. Sowas ist schon geil. Sowas macht mich sexuell aggressiv. Alles klar. Sexuell aggressiv, ja, das möchte ich mir nicht vorstellen, Alter. Finde ich richtig geil, Alter, und wird dann aggressiv, oder wie? Wie soll ich mir das vorstellen? Naja, wie auch immer. Zudem hänge ich mir gerne mal zwei Würstchen über den Rückspiegel als Duftbaum auf. Ist klar, mache ich auch immer. Warum nicht, ne? Ich meine, Würstchen riechen schon Premium. Kann ich nur jedem empfehlen. Da befasse ich mich während der Fahrt in meinen tiefen Kombi an. Ja. Zwei Würstchen über den Rückspiegel erstmal aufhängen und sich dann selbst befingern. Was ist los? Nein, Mann, was ist mit diesen Menschen los? Okay, komme ich zum nächsten. Nee, Mann, ey, das ist schon wieder zu viel. Ich, männlich 15, beichte, dass ich Asiate bin und meine Sexpartnerinnen während dem Sex gerne mit Reis vollschmiere. Ich stehe zu meiner chinesischen Ader. Alter, richtig Missgeburt. Und vor allem, der Typ ist 15, ja? Und schreibt sowas. Mit seinen Sexpartnerinnen. Alter, wetten, du bist eine Jungfrau und erzählst es nur so und tust so, ja, ich bin voll der krasse Player, Mann, ey, yo. Ich tu die Frauen voll befriedigen und dann gehe ich noch mit ein bisschen Reis in ihre Muschi und, oh, ja, die ist richtig geil, Mann. Ich bin richtig der Gangster. Ja, oh. Nee, richtiges Opfer, Mann. Ich, männlich 15, beichte, dass ich einer 17-jährigen Besoffenen während des Sexes in die Vagina gepinkelt habe. Sie meint, sie fand es geil. Ja, was ist ein Sexes? Also, ich kenne keine Mehrzahl von Sex, die nicht einfach nur Sex heißt. Während des Geschlechtsaktes vielleicht, aber nee, Mann. Ey, diese Menschen, ne? Wenn die wenigstens so intelligent wären und irgendwie richtig Deutsch könnten, weil, ey, nee, Mann, ja, nee, einfach nur, nee. Er hat ihr in die Vagina gepinkelt. Wenn es nicht schon alles sagt, dann tut's das nicht und ich habe Wahnvorstellungen. Auf jeden Fall sind diese Menschen krank. Und mit krank meine ich richtig krank. Der besonders. Komme ich zum nächsten und letzten. Ich, männlich 22, beichte, dass es mal am Abend geregnet hat. Und ich war mit meinem Auto unterwegs. Ich war übelst schlecht gelaunt. Und sehe eine Gruppe Fußgänger direkt neben einer tiefen Pfütze. Pfütze, ja, mit F.
vorbeilaufen. Ich gebe Vollgas und fahre voll über die Pfütze, dass sie voll auf die Leute gespritzt hat. Hinterher rufen sie natürlich, hey Arschloch, du Sau. Doch danach ging es mir besser. Gratulation, du hast gerade Grammatik und Satzbau und Rechtschreibung von einem 12-Jährigen gelernt und du bist 22. Da kann man schon mal klatschen, oder Jungs? Ja, und vor allem so eine krasse Beichte, Mann. Ey, ich bin richtig stolz auf dich. Du bist richtig der baddest Boy, Mann. Ey, richtig der baddest Mann. Ich muss weinen, weil du so baddest bist. Ja. Okay, das reicht. Leute, wenn euch das gefallen hat und ihr gerne mehr von solchen bescheuerten Menschen hören wollt, dann... Dann schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.